Zumindest würde ich das schön finden, aber gut, ich bin halt auch, naja, gefühlt 5. Ich brauche eine Tür, sonst kommen die da nicht hin. Da machen wir hier eine Tür hin. Und wir machen Ladezeit. Oh, wir sind schon über der Aufnahmezeit, die ich eigentlich machen wollte. Egal, jetzt läuft's gerade. Jetzt läuft's gerade. Ich brauche nachts mehr Bauarbeiter. Das ist auch wichtig, damit die Ratten auch bekämpfen können. So, jetzt haben wir da zwei Arbeiter jeweils und auch zwei Kellner wahrscheinlich. Ich bin insgesamt... Was ist denn das da? Achso, das ist ein Kellner. Ich war gerade ein bisschen erschrocken. Schön. Das sieht jetzt ganz gut aus. Dann verteilt sich das jetzt vielleicht auch ein bisschen besser, weißt du? Verteilt sich vielleicht ein bisschen besser. Aber wer weiß das schon? Dann gehen sie vielleicht nicht nur noch Fastfood essen, was weiß ich. Ist auch egal. Der Laden ist fertig, das ist schön. Dann können wir da den Fußboden reinlegen. Alternativ, was nimmt man in Spielzeugläden gerne für Fußböden? Das sieht natürlich der hier total spitze aus. Das machen wir natürlich sofort. Das sieht aus, als würde man genau das brauchen. Ein Fußbodenbelag für einen Spielzeugladen muss genau so aussehen. Dann brauchen wir eine Tür für die Mitarbeiter, die im Lager arbeiten. Ich bin mir unsicher... Das ist die falsche Tür, Herr von und zu Kiesel. Ich habe mal eine Frage. Ah, guck mal hier, das können wir auch vollranzen, das Ding. Ich weiß auch gar nicht, soll ich nochmal ein Lager bauen? Ich baue nochmal ein eigenes. Ne? Ich habe das Gefühl, das könnte Sinn ergeben. Bau mal hier hin. So, mach das so. Dann kommt da eine Personaltür hin, nach da und nach da. Jetzt wird der eine Mitarbeiter wieder dazu verdonnert, das alles alleine zu machen. Der macht natürlich auch nicht besonders schnell, das ist ja klar. Bauen? Ich muss mal gucken, wo werden denn Spielzeuge verkauft? Wahrscheinlich hier, hä? Schulmaterial, Brettspiele. Ich gehe davon aus, dass das hier verkauft wird. Wir drehen die Regale mal hier hin, dann machen wir mal 3 hin, dann machen wir hier welche hin. Richtig schön, so richtig, richtig voll die Bude. So. Und dann machen wir hier an die Seite mal noch welche, richtig voll die Bude, habe ich gesagt, ne? So war der Plan. So, dahin und dann kommen hier, da kommt der Dings hin, dann machen wir hier, so machen wir das jetzt mal. Dann kommt hier auf jeden Fall erstmal noch ein Mülleimer neben. Und der Diebstahlwarner kommt hier hin. Zacki. Und einen brauchen wir auch noch da, weil da ist ja auch eine Tür. Dann brauche ich eine Kasse. Ich stelle erstmal direkt 2 Kassen auf. Ne, mal 3. Aus Erfahrung weiß ich, es könnte helfen, mehr Kassen zu haben. So, dann muss ich das Ganze dem Geschäft zuweisen. Flupp. So, Geschäft am Stissel. Zacki. So. Das ist Geschäft 31. Wenn jetzt irgendwann wer kommt und das alles fertig macht, dann wäre das ein Traum. Aber wir haben halt auch Zeit. Das ist ja gar kein Problem. Ich warte halt gerne. Ah ja, jetzt sind meine Mitarbeiter da. Das ist ein ganzer Traum. Die hängen da jetzt wahrscheinlich fest. Das ist aber egal. Jetzt muss ich erstmal 8 Millionen Spielzeuge zuweisen. Da muss ich aber erstmal finden, wo sich das befindet. Ah, Spielwaren und Brettspiele. Actionfiguren. Kann man Brettspiele... Spielzeug. Oh, ah, nee, Werkzeug ist jetzt eher falsch. Bauspielzeug. Ja, wir machen den ganzen Laden voll Brettspiele. Actionfiguren. Videospiele könnte man auch ein paar aufnehmen. Das machen wir in dem Fall auch. Wir machen auch ein paar Comics, das ist auch nicht so ganz schlecht und der Rest wird da wieder mit Spielwaren vollgeknallt. Der Rest wird wieder mit Spielwaren vollgeknallt, bis unters Dach.
Zack, so. Jetzt müssen wir das Ganze... Oh, warte, wir müssen natürlich erstmal das Lager hier unten zuweisen. Das ist ja auch klar. Da muss erstmal das Lager zugewiesen werden. Dann müssen wir dem Ganzen auch ein Lager zuweisen. Dann ist die Öffnungszeit natürlich von 6 bis 10. So, dann brauchen wir Personal. Und zwar, wir fangen da mal locker an. Ein Kassierer. Okay, ich habe zwei Kassierer, logischerweise. Und wir brauchen am besten den ehemaligen Lageristen. Das wäre toll. Wobei ich nicht weiß, ob das so wirklich Sinn macht. Keine Ahnung, ob man darauf achten sollte. Das kann ich nicht sagen, weil ich es wirklich nicht weiß. Okay, haben wir nicht. Mach das mal weg. Ich schieße mal eine raus. Wir gucken mal, wie es aussieht. Wir nehmen mal, die wäre ein guter Kassierer gewesen tatsächlich und die macht gute Geschwindigkeit. So, dann, nee, Lagerist nicht. Ich muss Schicht planen. Oh, ich habe erstmal nur Kassierer eingestellt. Das war natürlich total clever. Das war total clever. Dann nehmen wir die ersten zwei. Und die kannst du direkt feuern. Und die auch. Und dann stellen wir Lageristen ein. Und zwar die zwei als Lageristen. Und dann schieben wir das hier rüber. Und dann wird erledigt gemacht. Und dann passt das. So, jetzt werden hier Waren von A nach B transportiert. Wir könnten natürlich dann hier nochmal eine Tür hinmachen. Bau nochmal eine Tür hier hin. Und reiß hier ab. Zweimal daneben. Und bau neu. Und zwar machen wir da Ladezonen hin. 1, 2. So. Dann bauen wir da noch auf jeden Fall ein paar Mülleimer auf. Zacki zack. So, hervorragend. Ganz toll. Ja, ganz. Das ist ganz toll. So, irgendwann ist dann hier in dem Spielwarenladen vielleicht auch was los. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Das hier unten ist sowas wie das. Das ist so. Das ist die Hölle schlechthin hier. Das ist die Hölle schlechthin. Ich habe auch das Gefühl, ich brauche mehr Hausmeister. Ja, mehr Hausmeister wären vielleicht nochmal toll. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Hausmeister ich da mittlerweile habe. Eine Metzgerei wollen sie. Verpasste Verkaufsmöglichkeiten. Ja, was soll ich machen? Ich brauche nachts auch ein paar. Ich brauche nachts auch ein paar Dingens hier. Wie heißt das? Ich brauche Personal und zwar brauche ich Bauarbeiter. Und das muss nachts. Das muss nachts passieren. Das müssen. Hier, da, zack. Ich stelle mal da so ein paar ein. Zacki. So. Da brauchen wir den Schichtplan. Das sind die Bauarbeiter, die sind jetzt einfach hier. Da kommen jetzt die Bauarbeiter. Das sind jetzt die, die nachts da sind. Das ist mir scheißegal. So, damit ihr erstmal A gegen Ratten vorgehen könnt und Hausmeister scheine ich nachts genug zu haben. Tagsüber ist anscheinend ein Problem. Keine Ahnung. Hat vielleicht aber auch mit der Menge an Menschen zu tun, die hier rein und rausrennen und einfach ihren Müll fallen lassen. Und wo haben wir denn Ratten? Ich habe keine Ahnung, da sind ja keine Ratten mehr. Keine Ratten mehr da. Wir bauen vielleicht einfach auch nochmal ein paar Mülltonnen. Ich habe keine Ahnung, ob Mülleimer Sinn ergeben. Ich weiß das nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Was willst denn du da von mir? Mach da mal noch einen Mülleimer hin. Ich stell jetzt Mülleimer auf, ohne Ende. Mülleimer an allen Aus- und Eingängen. Zack. Alle Aus- und Eingänge, da werden jetzt überall Mülleimer hingestellt. Das ist ein Lager, da brauchen wir keinen, aber guck mal, hier oben könnte man einen hinmachen, da kann einer hin, hier kann einer hin. So, dann müssen wir nochmal gerade gucken, wo es, ja, Krise im Daldi. Oh, auch im Spielzeugwarenladen ist auch Krise. Moment, ich brauche, anscheinend brauche ich da zwei Kassierer mehr. Haben wir hier einen guten? Ich verpasse ja manchmal gute. Egal, nimm einfach die zwei. So, zack. Schichtplan, Kassierer, zack. Erledigt. So. Ja, ja, ich arbeite dran, Freunde. Es wird der Krise entgegengewirkt. Dauert halt einen Tag länger. Kann ich aber auch nicht ändern. Bis da ein Mitarbeiter kommt, der die zweite Kasse eröffnet. Vielleicht, nee, heute nicht mehr, morgen dann. Wir haben schon wieder Ratten. Wie ist der Umsatz hier? Geht. Geht. Ist okay. Kann man machen. So, was wollt ihr? Metzgerei.
Das ist kein Problem. Moment, ich muss kurz überlegen. Die machen wir. Die stellen wir hier hin. Genau. Hier stellen wir. Hier machen wir eine Metzgerei hin. Zacki. Die machen wir gar nicht mal so groß. Schöne kleine Metzgerei. Mit einer Tür und einem Personal. Personalgelumpe. Jetzt haben wir Krise im Ladebereich. Da machen wir da zwei Mülleimer hin. Und irgendwann kommen dann auch meine Bauarbeiter. Ich hatte eigentlich auch nachts welche eingestellt. Keine Ahnung, die sind jetzt plötzlich auch alle tagsüber da. Was soll ich sagen? So, jetzt haben wir hier, das ist ja, da machen wir Fliesen hin. Da machen wir Fliesen hin. So, da müssen jetzt wieder die Bauarbeiter ran, hier Tagort kommen. Da machen wir ein Geschäft raus. Zacki, zack. So, Geschäft. Dann machen wir hier noch. Zack, Geschäft. Da können wir uns alle freuen. Dann bauen wir. Wahrscheinlich werden wir hier für Metzger frisches Fleisch. Müssen wir wahrscheinlich Kühltruhen bauen. Die stellen wir jetzt hier der Reihe nach auf. Und freuen uns, dass wir Kühltruhen haben. So, das machen wir jetzt erstmal so. Dann gibt es dafür eine Kasse. Die stellen wir hier unten hin. Dann machen wir direkt mal zwei, damit es da, wenn es da Stress gibt, der Stress nicht so groß ist. Dann würde ich gerne auch das Diebstahl-Warngerät bauen. Das stellen wir hier hin. Zacki, zack. So, fertig ist die Kiste. Aus die Maus. So. Das benennen wir gestern noch geritten, heute schon mit Fritten. So. Da kriegst du alles, was du reiten kannst. Pferd, Ziege, Kuh. Dann braucht man ein Lager, da nehmen wir das, ist ja klar. So, dann werden hier erstmal Waren aufgefüllt und zwar frisches Fleisch. Da kennen wir nichts. Frisches Fleisch, Tiefkühlfleisch, gutes Fleisch, Frischfleisch. Frisch geschlachtete Ziege ist auch für alle was dabei. Lamm, ja, Giraffe und auch, wenn ihr wollt, Meerschwein. Oh, er würde Meerschwein essen. Drama. Krise. Ich würde natürlich kein Meerschwein essen. Nein, wobei, würde vielleicht schon. Kommt ja drauf an. Mal probieren kann man's. Oh, Zacki. Zacki. Oh, das ist aber falsch rum. Na egal. So, da ist jetzt hier der frisch, das ist eine Metzgerei. Da geht's auf jeden Fall richtig zur Sache. Hier haben wir. Ja, Krise, weil Krise ist, das lässt sich auch alles nicht, die Krise lässt sich auch nicht aufhalten. Hier weiß ich es auch nicht, da ist auch irgendwie was los, kein Plan, was da passiert ist. Irgendwo haben wir wieder Ratten. Ja, Sauberkeitsprobleme haben wir auch. Lager, oh, da oben haben wir auch Lagerschwierigkeiten. Ja gut, da ist das Lager halt auch weit weg, das muss man schon realistisch zugeben. Da muss das Lager weit weg. So. Ratten. Na gut, nee, da sind eigentlich auch genug Mülleimer. Keine Ahnung, was die wollen. Die stinken auch nach Maggi. Das ist es. Damenschuhgeschäft hätten sie auch gerne. Ah. Wie hieß der Schuhladen von El Bandi? Weiß das wer? Ich weiß es leider nicht. Ich würde ihn aber gerne so nennen. Eigentlich ist es auch so, wenn man ganz ehrlich ist, spiele ich es eigentlich auch nur noch für Erfolge. Es geht nur noch um Erfolge, die ich bis jetzt gar nicht mehr generiere, weil ich wahrscheinlich die richtigen Geschäfte noch nicht habe oder noch nicht die Verkaufszahlen aufweisen kann, die ich dann für die Geschäfte bräuchte. Aber ein Damenschuhgeschäft wäre zum Beispiel jetzt eine Sache, die würde ich feiern. Deshalb bauen wir jetzt hier einen Damenschuhladen. So. Schuhe und mehr. Ist nicht schwer. Pass mal auf. Lager, Lager. Dann können die vielleicht da hinten durchrennen. Parkplatzkrise haben wir auch schon wieder. Ach du Vater im Himmel. Wie kann man denn ständig Parkplatzkrise haben? Meine Güte, Tiefgarage. Stell halt eine daneben, was soll ich machen? Wir haben ja auch nicht unendlich Platz. Oh, Laden ist schon fertig. Das ging schnell. Wir müssen da im Geschäft zuweisen. Pow, wow. So, dann müssen wir einen Fußboden. Das müsste am besten ein schöner Teppich sein.
Sieht hier irgendwas nach Teppich aus? Das, der hier, das sieht nach einem Teppich aus. Pack den dahin. So, dann brauchen wir, Moment, da muss ich jetzt kurz überprüfen, wo es Schuhe gibt. Grußkarten, Zeitungen, Herren, Unterwäsche, Damenschuhe gibt es hier. Moment, das... Ja doch, das geht. Wir stellen eins da hin und dann machen wir hier nochmal. Zacki zack, so ein paar Regale hin. Und zwei stellen wir mitten rein, weil das ist schön. Dann brauchen wir vielleicht... Was gibt's denn hier? Nee, das lassen wir. Kein Bock. Wir brauchen hier eine Kasse. Zwei. Es ist ein Damenschuhgeschäft. Wir brauchen auf jeden Fall Diebstahlwarner. Nicht, dass ihr bei Schuhen ein bisschen eskaliert, Mädels. Aber bei Schuhen habe ich das Gefühl, könnten Familienangehörige auch zu Opfern werden. So. Bekleidung, Damenschuhe. Bekleidung, Damenschuhe. Ja, Damenschuhe. Das wird ein Damenschuhgeschäft. Da werden Herren nichts zu suchen haben. Damenschuhe. Wir machen nur noch Damenschuhe. Ich sollte vielleicht Pause drücken derweil. Dann geht's vielleicht morgen zur Frühschicht auch direkt mit allem los. Damenschuhe. So. Wir haben ganz viele Damenschuhe. Die Öffnungszeiten ist natürlich von... Eigentlich müsste man durchgängig aufhaben, aber... Ist auch nur ein Klischee wahrscheinlich. Lager, da machen wir ein Lager. Dann brauche ich erstmal zwei Kassierer. Dann nehmen wir direkt erstmal den und den. Dann schließen wir das Ganze. Dann nehmen wir zwei Lageristen. Dann nehmen wir den und den. Und dann müssen wir die Produkte... Nein, wir müssen den Schichtplan schreiben. Den machen wir so und so. Und dann ist das erledigt. Und dann dürfte morgen der Damenschuhladen eröffnen. Tata. Was hatten wir gestern für Einnahmen? Nur 69.000. Das ist schwach. Ich hatte ja auch schon mal mehr. Wir könnten mal hier bei Bedarf nachgucken. Süßigkeiten ist der Bedarf hoch. Okay. Fastfood ist der Bedarf hoch. Limonade, Arcade-Spiele. Aha. Wir haben noch keine Bäckerei. Und wir haben auch noch kein Süßigkeitengeschäft. Oh, weiß nicht, ob das braucht, kein Plan. Ah ja, die Lagerarbeiter laufen auch außen durch, das ist gut. Das Lager wird natürlich auch erst befüllt, wenn der Arbeiter kommt. Das ist ja klar. Und der ist jetzt nicht der Schnellste, so wie es aussieht. Aber das ist egal, es sind schon mal drei Damenschuhe da. Vielleicht kommt dann irgendeiner und kauft Damenschuhe. Ah, die Frauen haben erkannt, dass es Schuhe gibt. Ich werde wahrscheinlich gleich neue Kassierer einstellen müssen. Jo, das sieht schon erschwerend danach aus. Ah, wobei, wir kriegen es vielleicht noch so gewuppt. Das liegt aber auch daran, dass das Lager das jetzt natürlich nichts voll ist, ne? Ist ja klar. Hier ist ja alles leer gekauft, direkt. Der Lagerist ist halt auch echt ein Lahmarsch. Da kann man gar nichts anderes zu sagen. Gut, jetzt ist zu. Gott weiß, warum jetzt zu ist und kein zweiter Kassierer kommt. Das sind Fragen, die die Welt bewegen. Hier unten bei Kiesels Kleiderkammer. Rote Kette Kiesel. Also Kiesels Kleiderkammer wäre natürlich auch KK. Kiesels Kleiderkammer. Wäre natürlich ein super Name. Oh, jetzt habe ich Sales in eine Tabakoshop geschafft. Hier ist schon Krise direkt, das ist unfassbar. Hier ist Dreck, hier gibt's Ratten, hier ist Krise am Dönerstand. Ach, es ist eigentlich, komm, das kannst du alles wegklicken, diese Meldung, diese ganze Warnmeldungsscheiße macht überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen ein Mediengeschäft und eine Bäckerei. Das hätten sie auch gerne. Okay, das sehe ich vielleicht auch noch bedingt. Da sehe ich auch bedingt Optionen für eine Bäckerei. So, stell mir die hin. Muss ich kurz mal gucken. Das hat ja auch mal ein bisschen was mit nötiger Lagerfläche zu tun. Ach, ich weiß nicht. Ist es krisenmäßig? Ist es total am Eskalieren? Jetzt könntet ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir das noch weitermachen oder nicht. Gesehen hat man technisch gesehen alles. Ne? Ich könnte jetzt nur noch für Erfolge weitermachen. Mehr ist es eigentlich nicht. Man könnte jetzt nur noch für Erfolge weitermachen.
und weil ich eine gewisse Freude daran entwickle, eine Mall zu bauen, die mehr oder weniger gut funktioniert. Oh, was ist denn bei der Metzgerei los? Bei der Metzgerei haben wir Krise, okay, das heißt, ich brauche noch, einen Schichtplan brauche ich nicht, aber zwei Kassierer. Nummer 1 nehmen wir die, Nummer 2 nehmen wir den, ist egal. Schichtplan, so zack. Dass man das ausbilden könnte, wäre auch toll, dass die besser werden anstatt schlechter. Wäre auch eine Option, ne? Wie ist denn das mit dem Parkdeck? Das ist noch zu 98% erst fertig, das wird aber gleich dann heute hoffentlich auch fertig, dann haben wir vielleicht weniger Parkplatzkrise. Ja, ist krass. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob wir das noch weitermachen. Also einen gewissen Spaß habe ich ja schon dran, aber es gibt halt auch noch Alternativen zu der ganzen Sache, ist ja klar. Also jetzt nicht unbedingt den Supermarktmanager, wobei, das gibt da, glaube ich, aktuell sogar irgendwas, was ich aber nicht besitze. Naja, auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht. Es ist hier oben, das Parkdeck müsste übrigens da weg, das steht da nicht so cool. Da gibt es, glaube ich, Stau durch. Wobei, es gibt eigentlich überall Stau durch irgendwas. Es ist quasi nicht zu vermeiden. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da, auch gerne alles und die Glocke und das würde der ganzen Sache hoffentlich dann auch richtig weiterhelfen und das kostet ja auch alles nichts. Und das unterstützt den Kanal und mich und ach, um Himmels Willen, wäre das gut. In dem Sinne, reingehauen, habt eine geile Zeit, ich bin raus. Ciao, ciao. Ach ja, und passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Adios.